Dann fangen wir an und schalten mal die neue Waffe frei. Neue Waffe, die UGR, müssen wir erst freischalten, indem wir 1000 Feinde mit einer MP mit mindestens epischer Seltenheit killen. Dank dem Super Easter Egg haben wir ja, starten wir immer mit einer epischen Waffe. Also nehmen wir einfach jetzt hier die PPSH mit und gehen auf Maschine und werden jetzt einfach so schnell es geht 1000 Kills machen. Und dann können wir die MP ganz einfach freischalten. Ich glaube, im Multiplayer brauchte man irgendwie 15 Spielen Abschüsse, während eine Drohne oben ist. Aber das dauert halt lange, weil 15 Spiele kann immer mal so 2-2,5 Stunden dauern. Deswegen gehen wir rein in den Zombie-Modus und werden die hier sehr, sehr schnell freischalten können. Da sind wir auf Maschine. Bin mit der Empfindlichkeit überhaupt noch gar nicht so d'accord. Wir machen jetzt erstmal den Krawallstarter an, damit wir schnell die Kills sammeln für die neue Waffe. Maschine mit Krawallstarter, beste Taktik. Dann gehen wir hier hoch und hier können wir halt ultra, ultra entspannt, dann die Zombies abcampen sozusagen. Und das müsste auch richtig, richtig schnell gehen. Weil ich habe noch den Feuerring dabei, falls es mal brenzlig wird. Und dann kommen sie eigentlich nur aus der Richtung oder von hier. Jetzt müssen wir halt 1000 Kills machen. Aber es geht halt sehr einfach und sehr schnell. Und später können wir dann punchen, wenn wir genug Punkte gesammelt haben. Aber die Early Rounds gehen halt zu schnell mit dem Krawallstarter, ne? Und wenn es zu stressig ist für den Krawallstarter, dann kann man den ja einfach ausschalten. Okay. Perfekt. Ich hätte vielleicht den Feuerring verwenden sollen. Ich glaube, der Ätherschleier ist sogar ein bisschen geiler. Aber wir haben ja jetzt schon 100 Kills gemacht in kürzester Zeit. Aber es ist halt... Das Ding braucht halt... Ach. Perfekt. Verstehe nicht, warum der eben die Waffe gewechselt hat. Egal. Wir machen doch weiter mit Krawallstarter, aber starten direkt mit Ätherschleier. Perfekt. So, jetzt starten wir aber mit dem Ätherschleier hier in die Runde rein. So, jetzt können wir das ein bisschen angenehmer machen. Ich bin halt, wie gesagt, mit dem Krawallstarter mag das nicht so eigentlich in den Early Rounds. Ich mache den eigentlich immer nur gerne, wenn man schon Juggernaut hat. So, so geht das eigentlich ganz gut, ne? Wenn du halt genug Muni hast, macht das hier Bock. Aber dann kommt einer so, zack, macht ein bisschen Alarm, aber muss halt nur gucken, dass du nicht von denen überlaufen wirst. An sich ist das eigentlich sehr einfach. Ihr könnt auch ohne Krawallstarter das Ganze machen, das muss man nicht unbedingt machen. Geht dann halt nur noch mal ein bisschen schneller. Aber man kann dann mal down gehen wie ich eben und das ist nicht, bockt nicht so. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Krawallstarter, deswegen werde ich den jetzt in Runde 8 ausschalten. Und das reicht ja sowieso für Punch und... Alle Türen aufkaufen. Müsste es eigentlich. So, jetzt haben wir die Waffe gepuncht. Ich hole mir jetzt noch Jack und Schnellwiederbelebung. Machen wir Krawallmacher an. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Wir brauchen nur noch 800 Kills. Wenn man einmal gepuncht hat, macht das alles wesentlich einfacher. Die Waffe ist ja so oder so schon stark wegen der lila Variante. Alter, was hat er getryhardet? Und im Notfall einfach mal den Ätherschleier aktivieren. Jetzt habe ich immerhin flinke Hände und jetzt geht das halt super schnell, ne? Dann ist der Toni. Zack. Also es ist überhaupt nicht schwer, die freizuschalten. Aber endlich haben die einfach mal gegönnt. Weißt du, einfach nicht so eine schwierige Methode. Also die Aufgaben sollen nicht nur leicht sein, sondern man soll sie auch schnell machen können. Es gibt ja Aufgaben, die haben... Also in Vanguard schaffen die es... Kackaufgaben zu machen, weißt du? Die ganze Zeit musst du da irgendwie 100 Sturmkrieger killen, weißt du? In Cold War kannst du die Aufgaben innerhalb von 20, 30 Minuten machen. In Vanguard dauern diese Aufgaben immer 4 Stunden oder so. Ich glaube, ich habe in Vanguard noch nie so eine Aufgabe gemacht, um die Sachen freizuschalten. Und das ist in Vanguard sogar Content. Also Sachen im Zombie-Modus freischalten, geben die als Content an. Hier musst du eigentlich nur noch schießen. Also ich würde sogar fast sagen, den Krawallmacher erst machen, wenn man die Sache gepuncht hat. In den ersten Runden Krawallmacher kann man machen, ist aber halt manchmal echt stressig. Unser Hundi, der macht hier richtig Alarm, Alter. Der ist richtig, richtiger Atze von uns. Dann gehen wir nochmal hier runter. Punchen auf 3. Und dann sind wir schon fast durch mit der Aufgabe. Hätten wir da am Anfang nicht so gechoked, wäre das locker unter einer halben Stunde gemacht. Dürften nicht mehr viele Kills sein.
Uns wird ja dann wahrscheinlich oben angezeigt, wann wir die Waffe freischalten. Ich glaube, man kann aber auch in-game nachschauen. Und zwar hier, wenn du auf eine Klasse gehst, bearbeiten, gehst du auf MPs und dann gehen wir hier runter zu der. Ich will noch 70 Abschüsse. Wahrscheinlich, weil wir auch welche mit den Elementarfähigkeiten gekillt haben. Also 70 fehlen noch und dann haben wir die wunderbare Waffe freigeschaltet. Da ist die UGR freigeschaltet. Nice. Bin in Runde 27. Geht das? Ich kann mich in Runde 27 exfiltrieren lassen? Warum? Wie geht das? Zack. Da sind wir. Das war die neue Waffe. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ja, 30 Minuten haben wir gebraucht. Wir hatten einen kleinen Choke, also unter 30 Minuten kannst du es auf jeden Fall machen. Da ist die neue Waffe. Tag UGR schaltet 1000 Feinde mit einer MP mit mindestens epischer Seltenheit aus. Hier haben wir und jetzt gehen wir direkt rein.